Bei den Sets wollten wir auf die Gefühlswelten der Menschen eingehen, die damals im Zweiten Weltkrieg wirklich unter Lebensgefahr im Bunker verharren mussten über Tage und über Wochen. Und dementsprechend war es mir einfach wichtig, dass wir diese Verzweiflung, diese Enge, diese Eingeschlossenheit, dass die Menschen nicht raus konnten, dass sie nicht ans Licht konnten, dass sie die Sonne für Wochen nicht mehr gesehen haben, dass wir das bildlich umgesetzt bekommen. Sowohl mit sehr realen Situationen als auch mit Symboliken, mit Metaphern. Und genau das zeigt sich ja in den Bildern später. Wir arbeiten mit Ketten, wir arbeiten mit Asche, wir arbeiten mit Lichtsetzungen, die relativ deutlich werden lässt, dass die Menschen dem Himmel entgegengestrebt haben, was das Projekt ja auch heißt, Erdkehlung, dem Himmel entgegen. Und auf dieser Grundlage beruht das gesamte Projekt. Ich denke, sie werden sehr realistisch rübergebracht, auch weil das Set ja wirklich sehr dunkel gestaltet ist und auch mit der Asche auf dem Boden. Und von daher denke ich, dass die Models sich da auch sehr gut reinversetzen können und es deswegen auch gut dargestellt wird. Ich denke mal ganz gut. Man sieht auf jeden Fall, dass da viel Arbeit drin steckt, auch mit der ganzen Kohle und alles. Das ist schon sehr nah an der Realität, kann ich nicht besonders sagen, weil ich das natürlich nie miterlebt habe. So. Aber die Gefühle kommen auf jeden Fall rüber, auch gerade als Model, wenn man da dann postet. Das kommt schon gut rüber. Ich finde, es ist schon sehr realistisch, da es halt ja, so eine Art geschlossener Raum ist und man bekommt das Gefühl schon sehr gut rübergebracht, da man ja trotzdem, obwohl viele Menschen drumherum sind, eigentlich schon echt alleine da sitzt und ich finde, die Gefühle sind dadurch schon echt deutlich. Ich glaube, für die Gesellschaft sind Bunker einfach nur noch Schauobjekte und verbinden die nicht mehr mit Krieg oder können sich vielleicht gar nicht vorstellen, was da mal los war oder was die Leute da durchmachen mussten und wie es sich so angefühlt hat, in einem Bunker zu sein. Ja, also heutzutage wird ja ein Bunker eigentlich fast nur noch als Besuchungseck oder so genutzt. Oder ja, also es ist eigentlich gar kein Bunker mehr richtig, sondern wie gesagt, da sind auch andere Veranstaltungen drin. Man kann Bunkers mieten oder was auch immer. Und naja, es ist halt schade, weil es war halt früher sehr wichtig und ich finde, man sollte es auch so lassen, dass es immer wichtig bleibt. Ja, an Schutz auf jeden Fall, wenn ich an den Bunker denke, aber auch ja, an schreckliche Sachen, die einfach passieren, auch vor allem draußen, an Bomben, einfach auch an Dreck und dass man einfach ja, keine schöne Lebenszeit hat oder man kann einfach nicht so wie heute ins Kino gehen oder irgendwas Schönes unternehmen, sondern ist da gefangen und hat keinen Ausweg. Thank you.
sehr bedrückt, da alles sehr eng ist und viele Menschen auf einem kleinen Raum zusammensitzen. Die Gefühle von Angst und Trauer, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit kommen auf. Vielleicht, wenn es noch nicht so lange her ist, haben manche noch einen Hoffnungsschimmer. Ja, und sehen vielleicht noch ein kleines Licht in der Dunkelheit. Komisch, weil man muss das ja schon irgendwie nachstellen, wie die sich damals gefühlt haben. Und es ist schon schwer, das nachzustellen, weil man nicht in dieser Situation ist. Also, sich das vorzustellen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, ich möchte mir das auch gar nicht vorstellen. Das ist ja. Also, ich bin sehr froh darum, dass wir diesen Krieg, diese Kriegssituation bis heute noch nicht erlebt haben, also unsere Generation. Und. Toi, 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 werden wir es auch nie erleben. Besser nicht. Ich glaube, damals die Leute auch noch während der zwei Weltkriege hatten noch andere Verbindungen dazu als heute. Heute verbindet man damit vielleicht teilweise Videospiele, teilweise verbinden die Leute damit irgendwelche Party-Locations. Aber ich glaube, die Leute damals haben wirklich das blanke Überleben damit verbunden. Und ja, es ist eigentlich schon schlimm oder teilweise krass, was für ein großer Kontrast zwischen diesen beiden Sichtweisen gibt, zwischen damals und heute. Ich fühle mich sehr beengt. Es sind ganz viele Menschen um mich herum, die Angst haben, die schreien, die weinen, die einfach nur verzweifelt in der Ecke sitzen und nicht weiter wissen. Also generell spürt man ziemlich viel Angst. Also in einem Bunker fühle ich mich zum einen beängstigt, unsicher, weil ich nicht weiß, was draußen passiert. Ich kann die Situation draußen nicht einschätzen, fühle mich aber auf der anderen Seite auch sicher, weil ich in einem Bunker sitze, hoffe, dass mir nichts passieren kann und den Leuten, mit denen ich dort bin. Die Thematik ist relativ schwierig zu erklären. Wir haben uns Gedanken gemacht, und zwar wollten wir nicht den Bunker als Schutzobjekt vor Fliegerbomben darstellen, sondern ganz explizit auf dieses Gefangensein, weil man eben nicht raus konnte. Also nicht den Schutzaspekt oder die Geborgenheit des Bunkers, sondern die Grausamkeit, dass man dahin musste. Und es war uns wichtig, die Gefangenheit darzustellen. Deswegen haben wir auch einige Sets darauf ausgelegt und nachher halt das Herauskommen aus dem Bunker wird nachher nochmal in dem Phoenix-Set umgesetzt. Die Elemente, die benutzt werden in den Bildern, sehe ich halt ganz klar den Fokus auf der Gefühlswelt der Personen, die in den Bunkern sitzen. Also
um die ganz persönlichen Empfindungen, die Menschen haben, wenn sie im Bunker sind, wenn sie eingeengt sind, nicht viele Möglichkeiten haben, was sie machen können und ja, der Fokus auf dem Menschen liegt. Also es ist ja auch insgesamt schon von der Setfarbe auch sehr dunkel. Also man hat auch schon, finde ich, dann mehr oder weniger so ein bedrückendes Gefühl. Klar, man ist in einem Fotostudio, aber dieses eher dunkle, bedrückende Gefühl unterstreicht das auch, dass man dann vielleicht auch besser die Emotionen dann zeigen kann. Diese negativen Emotionen, die man durch dieses Einengende von einem Bunker, man ist nicht in der Freiheit, man kann nicht seinen normalen Alltag leben. Und das ist natürlich sehr gut. Man ist nicht gerade jetzt in einem Bunker, aber man kann es dadurch auch gut zeigen, wie es in seinem Bunker sein könnte. Ja, sehr gut ist natürlich dafür, dass die große Softbox oben über dem gesamten Set, sodass man wirklich eine große zentrale Lichtquelle wie ähnlich der Sonne über den Schauspielern hat, wo sie auch immer hinaufblicken können, halt so als Zeichen der Hoffnung, dass man zu etwas aufblickt, zu etwas hin arbeitet auf dieses Wiedersehen von dem Tageslicht wieder und nicht mehr diese Eingeschlossenheit von dem Bunker, die halt das restliche Set drumherum, der Boden, der dunkle Boden und Hintergrund alles dann widerspiegelt, dass man halt wirklich zu dem Licht hinarbeitet quasi. Ja, wir bewegen uns bei dem Projekt sehr stark im Grenzbereich zwischen Film und Fotografie, weil ich sehr stark mit filmischer Narration arbeite oder mit Filmsprache. Und da war es mir halt wichtig, dass die Zuschauer oder der Betrachter in dem Fall in das Bild hineingesogen werden und nicht nur sehen, was der Darsteller vor der Kamera durchmacht oder empfindet, sondern dass sich diese Empfindung überträgt. Und genau das war Sinn und Zweck der Sets, dass man diese Emotionen lebendig werden lässt und dass man nicht nur ein Zuschauer hinter der Scheibe ist quasi, sondern dass man wirklich in diese Situation, in diese Zeit, in diese Verzweiflung, in diese Eingeengtheit reingezogen wird. Und das, hoffe ich mal, ist uns mit diesem Projekt auch gelungen.